Hallo, hallo, ihr Lieben! Hallo! Ein richtiges Hallo! Kräftige Hallo aus Niederösterreich. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbox-Video von uns, meine Lieben. Wir haben für euch 10 leckere Lunchboxen abgefilmt, also gedreht. Aber da das Video so groß geworden ist, habe ich es durch 2 geteilt. Deswegen seht ihr heute Teil 1 mit leckeren 5 Lunchbox-Ideen für eure Kinder, Kindergartenkinder, Schulkinder. In diesem Video haben wir die Lunchboxen von den Kindern verwendet, die von Mepal. Die haben wir letztes Jahr irgendwann nochmal gekauft. Das schaut so aus. Zeig ich mal. Also da ist quasi eine große. Und kann man auch rauslassen, wenn man zum Beispiel das nicht braucht. Und dann hier nochmal so eine Unterteilung, dass hier 2 kleine Fächer sind und hier dann zum Beispiel die Brote reinpassen. Und wir nutzen die für unser Kindergartenkind und unser Grundschulkind. Die großen Kinder würden das nicht haben. Der Bate kann irgendwie sowas nicht mehr. Ja, unsere 2 Teenager würden das nicht so cool finden, aber für so bis Grundschule, Volksschulkinder finden diese perfekte Jausenbox. Die geht nicht kaputt, die kann am Boden stürzen. Und die ist richtig cool. Also wir haben unsere vom Müller gekauft. Genau. Aber die gibt es auch bei Amazon. Ich werde sie euch verlinken. Gibt es in allen möglichen Farben, was man halt für Geschmäcker hat, beziehungsweise die Kinder. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Video. Und vergesst nicht, nächste Woche bei Teil 2 einzuschalten. Und viel Freude beim Zuschauen, mein Lieben. Für die erste Lunchbox habe ich herzhafte Waffelsticks gebacken. Das habe ich schon am Vorabend gemacht. Hierfür braucht man Mehl, Eier, Butter, Mineralwasser, Käse, Backpulver, bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Schnittlauch. Die genaue Rezeptangabe findet ihr übrigens wie immer unten in der Infobox. Zuerst habe ich die Butter, die ja weich ist im besten Fall, mit dem Salz schaumig aufgeschlagen. Und anschließend kommen danach die Eier nach und nach dazu. Und natürlich wird das Ganze wieder gut miteinander verrührt mit dem Mixer. Anschließend habe ich dann mein Mehl zur Hand genommen und die 1,5 Teelöffel Backpulver hineingerührt. Und anschließend kam dann dieser Backpulver-Mehl-Mix natürlich in meinen Teig hinein im Wechsel mit dem Mineralwasser. Also immer ein bisschen Mehl, dann wieder ein bisschen Mineralwasser und so hin und her das Ganze, bis alles aufgebraucht war und gut miteinander vermengt ist. Zum Teig habe ich dann den Käse hineingerührt. Man kann aber auch nehmen, was man möchte, was einem schmeckt. Ob es jetzt Zucchini ist oder ob es jetzt ein bisschen Schinken ist, kann man machen, was man möchte. Ich habe dann auch noch ein bisschen Schnittlauch dazu getan und fertig war sozusagen mein Teigkomponente. Natürlich habe ich auch ein bisschen Pfeffer reingetan. Fertig ist mein Teig und jetzt muss er nur noch ausgebacken werden. Und hierfür habe ich mir ein echt cooles Gerät bei Amazon bestellt. Das macht nämlich so kleine Sticks, also so Waffelsticks einfach. So, ja, richtig cool schaut das aus. Ich werde es euch unten in die Infobox verlinken. Und ich habe ein bisschen so Fett drauf gesprüht, so Backfett. Aber man kann es auch mit Öl oder Butter oder was man möchte, ja, einschmieren. Und jetzt einfach nur mehr ausbacken lassen. Das geht dann auch wirklich flott sozusagen. Und fertig sind die Waffelsticks. Sie sind am Anfang noch so zusammen, aber das kann man dann, wenn sie ein bisschen ausgekühlt sind, dann super auseinanderschneiden. Ja, perfekt. Und dann schauen sie so schön aus. Und wenn die Waffelsticks natürlich gut ausgekühlt sind, am besten immer am Vorabend backen, dann kann man sie am nächsten Morgen schön in die Lunchbox einpacken. Ich habe hier die von Mepal, die Lunchbox habe ich euch schon am Anfang des Videos gezeigt. Und habe dann in die Box, in das große Fach, so ja 4 bis 5, kommt drauf an, wie viel euer Kind ist, man kann auch ein bisschen mehr oder weniger. Und habe dann dazu, weil es noch ein bisschen Platz war, habe ich dann ein paar Cherry-Tomaten, oder besser gesagt Datteltomaten heißen die, weil die so eine Dattelform haben, dazugegeben. Und habe mir dann noch ein bisschen Gemüse geschnappt, also Gurken und Karotten. Und haben mir das dann einfach so in kleine Stiftchen zurechtgeschnitten und haben die dann noch in die Box dazugegeben. Also in die eine habe ich Gurken reingetan und in die andere habe ich dann die kleinen Karotten reingetan. Für die zweite Lunchbox habe ich hier Brotspieße vorbereitet mit Tomate und Gurke. Für Brotspieße braucht man natürlich Spießchen. Meine habe ich bei Amazon bestellt, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und wie ihr seht, habe ich mir dann alle meine Zutaten, die ich für die Lunchbox hier brauche, schon mal vorbereitet. Und ich fange natürlich mit dem Frischkäse an, also Brunch hier in dem Fall.
und habe es auf mein Mehrkornbrot gut verstrichen, sodass es halt nicht trocken ist. Also meine Kinder in dem Fall, die mögen es nicht so gerne, nur Wurst mit Brot, das ist dann zu trocken, deswegen mache ich dann halt immer so eine Unterlage, entweder Frischkäse oder Butter, in dem Fall halt Frischkäse. Und dann habe ich meinen Schinken zurechtgenommen. Ich werde euch übrigens auch diese Aufschnittbox verlinken, die habe ich auch bei Amazon bestellt. Finde ich recht praktisch, weil so vertrocknet der Schinken einfach nicht mehr. Und ich liebe es einfach, ich mache da immer entweder Käse oder Aufschnitt drin, also was wir halt zu Hause halt haben. Ja, und nachdem ich das Brot belegt habe, wie ihr seht, habe ich es zugeklappt und habe es dann zurechtgeschnitten in kleine Würfel, sodass ich es dann einfach so gut aufspießen kann. Ich habe dann die Karotten genommen und sie dem Papa gegeben, der hat sie dann für mich gewaschen und geschält und so weiter. Und ich habe mir dann in der Zwischenzeit die Mini-Gürkchen zurechtgeschnitten. Also ich habe mir da so dicke Scheiben davon abgeschnitten, weil ich brauchte das dann später zum Spießen. Und nachdem ich alles vorbereitet hatte, konnte ich schon mit dem lustigen Spießchen beginnen. Das ist eigentlich das Lustigste dran überhaupt. Also einfach aufspießen, mega einfach, mega easy. Die Kinder haben eine mega Freude daran, weil das sind so kleine Häppchen und die können das super schnell einfach, einfach nur mal vom Spießchen runterziehen und essen. Und es schaut doch einfach auch voll süß aus. Ich habe ja, wie ihr seht, einmal nur mit Gurke gemacht und das Ganze nochmal mit Tomate wiederholt. Das kann man dann auch beliebig mit was man gerne mag oder das Kind gerne isst, wiederholen, ob es jetzt Karotte ist oder was auch immer, was ganz anderes. Und ja, es schaut schön aus, es ist super schnell gemacht und die Kinder haben eine Freude damit. Ja, nachdem ich dann mit dem Aufspießen fertig war, habe ich dann auch noch die Gemüsebeilage, ich habe noch Karotten dazu getan, die so in Stiftchen zurechtgeschnitten und das in das eine Fach hineingefüllt und in das andere Fach habe ich dann weiße Weintrauben reingegeben, so als süße Obstnachspeise sozusagen. Für die nächste Lunchbox habe ich Blätterteigbärchen gebacken. Hierfür braucht man einfach nur Blätterteig. Ich habe hier einfach einen gekauften genommen. Man kann aber auch selbst Blätterteig herstellen. Also für die Profis unter euch macht das mal. Das ist wirklich nicht so schwer. Aber ich habe hier den gekauften und habe mir auch so ein Bärchenausstecher bestellt. Auch bei Amazon, werde ich euch auch verlinken. Und habe aus dem Blätterteig viele, viele, viele solcher Bärchen rausgestochen. Hat ein bisschen gedauert. Blätterteig ist jetzt nicht so einfach zum Ausstechen wie jetzt, sagen wir mal, Keksteig, aber es lohnt sich, weil es schaut süß aus. Nachdem ich dann mit dem Ausstechen fertig war, habe ich mir da noch ein Ei genommen, es verquirlt und dann mit dem Pinsel, mit seinem Backpinsel auf meine Bärchen aufgetragen. Dann, das macht man so beim Blätterteig, weil dann glänzt das schön und ist nicht so matt irgendwie. Habe mir dann schwarze Oliven, beziehungsweise ich habe nur eine davon gebraucht, entkernt, zur Hand genommen, habe die dann in klitzekleine Stückchen geschnitten für die Bärchenaugen, weil ich wollte, dass meine Bärchen Augen haben. Und ich sage euch eins, bringt bei dieser Aufgabe sehr viel Geduld mit, weil das dauert ein bisschen und aber es lohnt sich. Die Bärchen schauen danach einfach super, super süß aus. Und anschließend habe ich dann die Bärchen belegt. Ich habe einen Teil mit geriebenem Käse belegt. Also ich habe da so ein bisschen was auf dem Bauch drauf platziert und habe aber auch ein bisschen Schinken mir zur Hand genommen, weil ich mir gedacht habe, mach die andere Hälfte mit Schinkenbäuche und habe dann einfach auf dem Bauch immer so einen kleinen Würfel Schinkenblatt drauf getan und habe sie dann im Backofen ausgebacken, so circa 10 Minuten. Und so schauen die fertigen Bärchen aus. Und nachdem die Blätterteigbärchen gut ausgekühlt sind, kann man sie dann schon in die Lunchbox füllen. Man sollte es deswegen immer am besten am Vorabend machen, sodass man in der Früh natürlich keinen Stress hat. Und dann geht es eigentlich schon richtig schnell. Also so viele Bärchen in die Lunchbox reingeben, wie man glaubt, dass das Kind essen würde. Das kommt immer dann ganz aufs Kind individuell an, ist jeder anders. Und zusätzlich habe ich dann natürlich noch ein bisschen Gemüsebeilage dazu getan. Meine Kinder mögen halt total gerne diese kleinen Mini-Gürkchen, deswegen habe ich da so kleine, besser gesagt eher so dickere Scheiben geschnitten. Und was passt perfekt zu den Beeren dazu? Natürlich Himbeeren und Blaubeeren. Also wenn das mal nicht die perfekte Wortspielkombination ist. Abgesehen davon gehen Himbeeren immer, die Kinder lieben Himbeeren, also meine zumindest. Und dazu passt es einfach als perfekte Nachtisch-Obst-Süßspeise sozusagen.
Für meine nächste Lunchbox habe ich Avocado-Brote zubereitet. Hierfür habe ich einfach eine Avocado genommen, sie auseinandergeschnitten und schaut mal an, bitte, wie schön ist diese Avocado. Das ist einfach die perfekte Avocado, Note 1, oder? Überhaupt keine braunen Flecken und sonstiges. Ja, ich habe auf jeden Fall die Avocado mal ausgehöhlt und sie dann zermatscht, also mit der Gabel einfach, kann man aber auch mit was auch immer man möchte, Mixer, dies, das, zermatschen und dann einfach würzen. Ich habe es, weil ich es für die kleinen Kinder gemacht habe, ohne Knoblauch gemacht, aber wenn ein Erwachsener das isst, kann man ruhig Knoblauch reinmachen, Chili-Pulver, alles was einem schmeckt eigentlich. Wie gesagt, ich habe hier nur Salz und Pfeffer als Gewürz genommen, aber bei der Avocado ist, wie gesagt, feel free, make it your own way. Ich habe mir dann noch schnell alle anderen Zutaten zurechtgelegt, wie zum Beispiel haben wir Paprika genommen, ein bisschen Blaubeeren und natürlich die Lunchbox. Ich habe dann die Guacamole auf meinem Brot ja, schön gut verteilt, dass jetzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ist, dass es halt gut schmeckt, weil ich habe es dann noch zugeklappt und dann habe ich es durch die Hälfte geschnitten. Zu den Avocado-Broten habe ich dann noch ein bisschen Spitzpaprika dazu geschnitten. Einmal eine rote und eine orange, aber nicht die ganze. Ich habe dann sagen wir so, ungefähr die Hälfte dazu so in dünnen Scheiben bzw. Ringe dazu geschnitten. Ich finde, das schmeckt einfach ja, irgendwie saftig und lecker. Und dazu gab es dann nochmal ein paar leckere Blaubeeren. Für meine nächste Lunchbox habe ich wieder was ganz Leckeres gebacken, und zwar Blaubeermuffins. Für die Blaubeermuffins braucht ihr Zucker, Salz, Milch ein bisschen, dann braucht ihr 2 Eier, Butter, Backpulver, Blaubeeren natürlich und Mehl. Die genauen Angaben stehen wie immer unten in der Infobox. Ich habe das Mehl mit dem Zucker, dem Backpulver, dem Salz in einer Schüssel miteinander vermischt. In einer anderen Schüssel habe ich dann die zimmerwarme Butter mit dem Handmixer cremig gerührt. Anschließend habe ich dann die Eier dazugegeben, das nochmal verrührt und ganz zum Schluss kommt noch die Milch hinein und dann nochmal das Ganze miteinander verrühren und schon sind die nassen Zutaten hier miteinander vermengt und dann kann schon das Mehl hineingeschüttet werden. Die trockenen Zutaten gut mit den nassen Zutaten ja, vermengen, verrühren, so lange bis so eine homogene ja, homogener Teig zustande gekommen ist, und wenn das Ganze gut miteinander vermengt ist, kommen dann die Blaubeeren hinzu und die habe ich dann einfach noch so mit dem Spatel untergerührt. Ja, weil mit dem Mixer würde ich es natürlich kaputt machen, logischerweise. Ja, dann habe ich mir mein Muffinblech zur Hand genommen und da ich keine Muffinförmchen mehr hatte, habe ich das Ganze mit Backtrin-Spray eingesprayt und es geht eigentlich dann super auch. Und ja, dann habe ich meinen Teig eingefüllt, immer so 3/4, also nicht ganz, ganz voll, weil ja, sonst ist zu viel, aber bei mir ist sich das perfekt ausgegangen und nach der Backzeit fertig sind die fertig sind die Muffins und die sagen, ich sage euch, die schmecken so, so lecker. Die müssen wir unbedingt nochmal nachmachen, weil die waren wirklich sehr yummy. Die Muffins gut auskühlen lassen, deswegen immer am Vorabend schön vorbacken. Und zu dieser Lunchbox habe ich dann so Salamistangen genommen. Die habe ich dann so zurechtgeschnitten, dass sie in meine Förmchen von der Lunchbox hier reinpassen. Habe dann auch natürlich einen Muffin dazu gegeben und habe mir dann eine Honigmelone geschnappt und hier so eine Spalte rausgeschnitten. Ja, bei der Honigmelone einfach die Kerne rausschneiden, logisch, und natürlich die Schale wegmachen. Und habe es dann einfach auch noch würfelig geschnitten und hineingefüllt. So, meine Lieben, das waren jetzt unsere ersten 5 Lunchboxe. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen und ihr habt eine Inspiration für euch gefunden und für eure Kinder. Und nicht vergessen, nächste Woche folgt Teil 2 Lunchbox wieder mit 5 neuen Ideen, Lunchbox-Ideen. Also schaut unbedingt nächste Woche auch vorbei, denn es ist genauso interessant wie das erste Teil und ihr findet sicher auch was für euch dabei. Genau. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.